bevor man zu dem Einfluss Freuds am Ende dieser bedeutenden Kompilation kommt, geht das didaktisch wie bei Lacan, die Wissenschaft und die Wahrheit, von der Rolle der Wissenschaften aus. Der Fortschritt der Wissenschaften. Nun hat man lange aus dem Erfolg der Wissenschaften auch das Bild ihrer Geschichte gewonnen. Man stellte sie sich als stetige Akkumulation, das heißt Anhäufung von immer mehr Wahrheiten vor, so wie durch die Entdeckung der Erde immer mehr Land erforscht wurde. Bis in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Thomas Kuhn kam, der Wissenschaftshistoriker. Bei seinen Untersuchungen fiel ihm auf, dass die Wissenschaften auch ziemlichen Mumpitz produziert hatten und dass die Widerlegung des Mumpitzes auch zu ihrem Fortschritt beigetragen hatte. Also konnte die Wissenschaft nicht nur als Akkumulation von Wahrheiten, sondern musste auch als Akkumulation von Mumpitz beschrieben werden. Als Thomas Kuhn sich in dieses Problem vertiefte, entdeckte er, dass der wissenschaftliche Fortschritt sich ganz anders vollzog, als man bisher angenommen hatte. Er bestand nicht aus einer stetigen Anhäufung von immer mehr Wahrheiten, sondern aus einer Serie von Legislaturperioden mit wilden Wahlkämpfen und wechselnden Regierungen. In seinem Buch »Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen« aus dem Jahr 1962 stellt Thomas Kuhn fest, dass es in jeder Wissenschaft eine herrschende Lehrmeinung gibt, die auf einer Reihe sich ergänzender Leitbegriffe und Hintergrundannahmen beruht. Diese Annahmen gelten als selbstverständlich und als nicht begründungsbedürftig. Sie stützen den wissenschaftlichen Konsens. Ein solches Netzwerk von Führungsbegriffen und Annahmen ist mehr als eine Theorie und weniger als eine Weltanschauung. Kuhn nennt es ein Paradigma, nach dem griechischen Wort für Modell oder Beispiel. Die meisten Wissenschaftler sind damit beschäftigt, mit ihren Forschungen das herrschende Paradigma zu bestätigen. Sie bilden sozusagen die Regierung und betreiben normale Wissenschaft. Aber immer gibt es auch eine Minderheit von Nonkonformisten. Sie lassen sich von solchen Problemen faszinieren, die nicht innerhalb des herrschenden Paradigmas erklärt werden können. Natürlich werden sie von der Regierung mit Misstrauen verfolgt und auf den Pfad der Opposition gedrängt. Da sammeln sie dann immer mehr Fakten und immer mehr Anhänger, bis sie einen Generalangriff auf das herrschende Paradigma unternehmen, selbst die Regierung übernehmen und nun ihre neue Lehre als wissenschaftliches Dogma etablieren und das wissenschaftliche Newspeak, das heißt Neusprech, verbreiten. Kuhn spricht bei einem solchen Vorgang von wissenschaftlichen Revolutionen. Man könnte auch von einem demokratischen Regierungswechsel sprechen, bei dem nach einem langen Wahlkampf die Opposition die Regierung stürzt und selbst die Regierung übernimmt. Dieser Prozess ist für die Mitglieder der alten Regierung äußerst schmerzlich, weil damit ihre ganze wissenschaftliche Lebensleistung entwertet und zum alten Eisen geworfen wird. Deshalb verteidigen sie das alte Paradigma bis zum letzten Atemzug. Naturgemäß herrscht die neue Regierung mit dem ihr eigenen Paradigma so lange, bis wieder neue Erkenntnisse gesammelt werden, die nicht hineinpassen, und dann beginnt der Prozess von vorne. Thomas Kuhns Forschungen waren selbst revolutionär, weil er das alte Paradigma der geradlinigen Wissenschaft sprengte. Das hat das Bild der Wissenschaft völlig verändert. Seither weiß man, dass das Haus der Wissenschaft kein Kloster ist, in dem asketische Mönche in friedlicher Eintracht an ihren Forschungen arbeiten und in regelmäßigen Abständen sich zu Kongressen versammeln, um gemeinsame Gebete zu murmeln und den Herrn zu loben. Vielmehr ist es ein Parlament, das vom Krach der Kontroversen und dem Lärm der Debatten widerhallt, wo die Regierung bombardiert wird mit den Entdeckungen der Opposition, die der Regierungsdoktrin widersprechen, und wo die Regierung die Opposition mit der geballten Feuerkraft des geltenden Paradigmas beschießt und ihr vorwirft, wegen ein paar Anomalien, die sicher noch geklärt würden, die ganze bewährte Lehrmeinung zu stürzen und Chaos und Anarchie verbreiten zu wollen. Im Folgenden wollen wir einige Konzepte Revue passieren lassen, die aus dem Schaum wissenschaftlicher Debatten geboren wurden.